B gekommen. Scheiße. Und die Zeit ist um. Marco, zähl das mal mit. Also, das waren jetzt die 30 Sekunden. Okay, bin ja? Da. Hier gibt's keine Ahnung. Okay, Recall, Strahlentrank, Lied, Verspätung. Und ich hab ein paar Hermes-Stiefel. Ich hab ein paar der geilen Stiefel gefunden. Okay, dann mach mich auf den nächsten. Hermes-Stiefel, die kannst du dir behalten. Laut. Die haben nämlich schon alle außer dir. Ja. Ich finde hier ständig so Minecart-Strecken. Und alle davon führen durch einen Lavasee durch. Mhm. Praktisch, dass ich mal eine Magma-Charme dabei habe. Ist das dieser Bohrer? Okay, wer hat den Bohrer? Es ist kein Bohrer. Es ist die Kettensäge. Erstmal durch einen Lavasee durchfahren mit dem Minenkarren. Und noch ein zweiter. Oh Gott, das Ding endet in dem Lavasee. Bin wieder da. Ich habe mir gerade aus Spaß mal aus Palladium eine Kette gebastelt. Ich wäre gerade fast in Lava ersoffen. Dafür ist das Palladium zum Beispiel schon noch gut. Damit können wir uns nämlich so Nebendinger machen, wie eben halt Kettensäge, falls man noch Holz braucht und so ein Scheiß. 99 hat man Tita. Ich will auch eine Kettensäge. Dann macht ihr eine. Palladium? Warte mal. Ja, ich mach dir noch eine. Hier kannst du meine. Also Sternschnuppen, brauchen wir eigentlich die noch? Ja, wahrscheinlich. Dann kann ich ja die Axt jetzt endlich wegwerfen, ne? Ja. Ich habe hier einen Leimkelb. Will jemand noch? Das wird verwendet, um Kalkfarbstoff zu machen. Nur mal klar. Der wird verwendet für rosa Farbstoff. Also eigentlich unnötig, oder? Eigentlich ja. Okay. Cloud, nur mal so als Vergleich. Guck mal, das hier ist der Bohrer. Oder? Das ist der Bohrer. Okay, das klingt schon ziemlich nervig. Ja, wenn du die ganze Zeit da stehst, dann immer. Das ist ein Raster. Ich mag den Bohrer, ich weiß nicht warum, ich mochte den immer. Soll ich für Cloud die Rüstung machen? Ja, machen wir für Cloud die Rüstung. Was hast du mir jetzt gegeben? Cloud eine Tankrüstung, oder? Ja. Shigoya, komm hoch, ich hab dir einen Herzkristall geworfen. Ne, den hast du Marco gegeben. Nein, hab ich nicht. Ja. Ich hab keinen. Na dann. Solange nicht. Ich hab einen Herzkristall aufgesammelt. Oder nee, den habe ich für mich behalten. Wie viel Leben hat Olli? 240. Geschenk der Natur brauche ich eigentlich 240, nicht unbedingt. Oder 240. Braucht ihr noch jemand? Einer. Braucht jemand ein Geschenk der Natur? Nö. Ja, dann bleib damit. So, Cloud hat jetzt eine komplette Rüstung. Deine Rüstung. Leg an den Scheiß. Weg da! Hä, wohin? Ach so, ich jetzt bin ich schon mal einiges weniger. So. Gott, danke. Bitte. Mach Gott so einen Weg, wieso ist hier noch stapeln. Da, den Meteoranzug verkaufe ich dann morgen. Amethyste und Topaz brauchen wir alles. Dann, ja. Tungsten verkaufe ich mal das bisschen, das ist denn auch. Platinum. Die auch verkaufen, die 17 Stück. Dann haben wir noch Palladium hier. 36. Oh. Nachteulentrank Seelen der Nacht habe ich 30. Junge, mach das Ding ja aus. Geld ablegen. Jetzt wir haben jetzt 99 ich hätte hier eine Kettensäge machen dürfen. Oh, warte. Mal. Wow. Chains, das ist ein kleiner Unterschied mit den Agamuts. Okay. Oder Kettensäge durchrennen und die Pinguine kalt machen. Ja, wir sind Umweltschützer. Willkommen bei Peter. Ich krieg ja mal E-Mails von den Typen, ne? Okay, warum? Jetzt? Was sagen die immer? Hört auf, Babyrobbenöl zu benutzen für euch, für eure Bahn. Nee, dann kommen immer so riesig lange Texte von wegen hier, der und der Elefant wird da und da vergewaltigt. Sowas. Der Elefant Elefanten. Wird vergewaltigt. Ja. Okay. Also es ist zwar schlimm, was da passiert, aber Peter geht mir damit langsam ein bisschen auf den Sack. Langsam? Bisschen? Gut, untertreib halt. Man muss doch politisch korrekt bleiben. Korrekt. Peter ist scheiße, weil sie politisch inkorrekt sind, weil sie provozieren. Aber das darf doch keiner wissen.
Was ist denn jetzt? Was geht hier ab? Hm? Pinguin, Jazz. Wer hat die Tür zugemacht? Jazz, Zaubersacker! So, ich will nochmal ganz. Ich habe jetzt nochmal kurz 5 Gold ausgegeben. Einmal. Für das hier. Ich frage mich, wann ich von Froschi dafür zusammengeschnauzt werde. Doch, das. Was kommt denn jetzt, Schöder? Oh! Yeah! Warte, ich hab noch was Passendes dazu. Hört das irgendwann wieder auf? Das hört wieder zur Zeit auf. Du musst es mit Rechtsklick draufklicken. Feuerwerk? Ja. Ja, und ich hab dazu noch eine Flare Gun. Ne, die Flare Gun ist egal. Ja, ist doch scheißegal. Jetzt machen wir es jetzt damit. Bringt halt nichts. Ja, das sieht halt cool aus. Ich bin Bob Fischer. Das haben wir. Oh Gott. Also wir haben ja schon mal einen brennenden Vorgarten. Nicht viel bringen. Eine Flare Gun kann ist eben halt nichts anderes eben halt als eine. Wie kann man es nennen? Leuchtkugel? Ja. Leuchtpistole. Flare Gun ist eine Leuchtpistole. Ja. Ja, ich hab gerade eben Munition verballert, also passt's. Ist egal. Die brauchen wir nicht. Ah, hier liegt. Ja, sind ja schon noch 2 andere. Schön mit der Kennsäge. Okay. So, wollen wir jetzt noch einen schönen, was Froschi? Also, Froschi wurde längst gefaltet. Ja. So, wollen wir jetzt noch einen Boss machen? Wir haben jetzt noch 10 Minuten, dann hast du 2 Stunden. Wieso wurde ich längst gefaltet? Nee, Jo. Dann würde ich bitte längst Hier ist so ein Grabstein. Da tippe ich gerade mit dem Dings drauf. Hat irgendjemand von euch mal die Grabsteine in unserem Haus gelesen? Nö. So? Nix. Ich hab die einfach nur hinplatziert, weil sie schick aussehen. Und ich hab was reingeschrieben. Weil die goldenen. Hier steht nichts drinne. Fick dich, Olli. Ah, schön. Psst. I have a job for you. Achso, nee, das war der Typ. Da steht nichts drinne. Da steht nichts drinne. Ja, hier oben. Eigentlich nur im zweiten Stockwerk, aber gut. Leer. In diesem LP haben alle Teilnehmer Riesenpenisse. Ah. Okay. Und danach? Marco isst gerne Hundescheiße. Mm. Und da steht nichts drin. Und hier oben? Nix. Nix. Nee. Nix. Wir brauchen mehr Wohnungen, Leute. Nicht normalen alle, vom aber wirklich nur so rotzfrech, wer ist so dieses... Nee, hier brauchst du nicht. Dieses hier... In diesem LP haben alle Teilnehmer Riesenpenisse. Joint uns nach, Leute, joint uns nach. Oh Gott. Was wollen wir jetzt machen? Ich hab einen Riesenpenis, ich brauche nichts machen. Nein, ich warte gerade darauf, dass Froschi endlich mal so ein Beschwörungsding nimmt, damit wir mal einen Boss machen können. Ja, ein Boss. Mir zuliebe wäre natürlich der Weltenzerstörer, aber hängt von euch ab. Alter, wo führen denn diese Raids hin? Bin nicht weit. Hör auf, ja, einfach nur auf. Kann ich mehr. Dieses Geräusch, was Olli, wieso steht hier auf einem Grabstein, fick dich, Olli? Fick dich, Olli, weil Froschi mal die ganzen Grabsteine präpariert hat. Da oben steht doch ein Grabstein, wo drauf steht, Marco isst Hundescheiße. Ich brauch keine Raids, ich habe mein Einhorn. Also du frisst Hundescheiße, nicht du bist, sondern du frisst. Denn du bist, was du isst. Und? Wo ist jetzt das Problem? Keine Ahnung. So Froschi. Das Einhorn kann Doppelsprung. Yay, Froschi, mach mal oder nicht? Froschi, ach der ist gemutet. Warum sind sie gemutet? Weil bestimmt wird da jemand bei ihm im Zimmer hingeplatzt kam. Willst du heute noch was haben? Nein, 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 ja, ja, nein. Hi, ich bin die Mama von Froschi. Oh Gott. Die hat auch immer eine Konfettikanone benutzt. Oh Gott.
Alter, wir haben gerade 2 Stunden lang bloß gemeint, damit wir alle erstmal so einigermaßen passen. Stell dir mal vor, wir wollten alle so eine Adamantit-Rüstung haben. Das hat lange gedauert. Ja. Ja, jetzt habe ich wieder mal ein Horn. Wuff! Ja, was ist das denn? Eine Nebelmaschine? Wuff! Ich weiß nicht, was das war. Das sah nur cool aus. Das ist eine Rauchbombe, ihr Vollidioten. Schmeißt dir da einfach eine Rauch. Der gibt dir gerade sein ganzes Geld für so einen Scheiß aus. Aber was hatten die noch Schönes? Party! Wir sagten am Anfang alle, ey, das ist so unnötig, und mit dem Party machen brauchen wir jetzt einfach nur Scheiß. Oh, hier, Olli, warte! Party mit Pinguin! Das war eine Rakete. Party! Boah, die Teile werden. Oh Gott. Die werden nochmal benutzt werden. So, eins will ich unbedingt kaufen. Das hatte ich bis jetzt immer, sobald es irgendwo meine Let's Play sowas gab. Oder Stream oder sonst sowas. Wenn es sowas gibt, habe ich mir das immer gekauft. Was denn? Ich guck gerade erstmal, wo ich den platzieren kann. Auf dem Amboss? Nee. Hey, du kommst gerade richtig zur Party! Baut da gerade eh noch Schienen? Ja, genau. Ein Vulkan. Eine Fontäne, meine ich. Ich glaube, die Leute sind weg. Ich kann wieder reden! Schön! Ja, ich baue gerade Schienen. Ich habe schon die ganze Zeit Schienen gebaut, schon weit vorher. Cloud ist der Einzige, der es bemerkt hat. Hä, wo ist die hin? Die macht da eine Party. Wo ist die ja, hin? Ich würde gern ein Bossmonster besiegen. Ja, okay, es wäre voll fresh, wenn es der Zerstörer wäre, der Wurm da. Guck mal, jetzt haben wir eine Lavalampe. Ja, wir sollten uns möglichst schnell entscheiden, einen Boss zu machen. Oh. Ich hab damit wir das bis zur Nacht machen können. Ach, cool. Weil wir können es ja nur bei Nacht. Gut. Leute, haben wir ein Item für den Zerstörerboss? Wir haben, glaube ich, nur für das mechanische Auge. Das. Guck einfach rum, Flo. Ich schau schnell, wo ich einen craften kann. Dylan, was mache ich aus verfaultem? Am Mithrilamboss 6 Verfaultes, 5 Eisen und Seelen der Nacht. Und Seelen der Nacht? Ich komme aus der Corruption, unterirdischer Corruption, genau zu sein. Haben wir Seelen der Nacht? Nein, ne? Nein, wir haben nur Seelen des Lichts. Warte mal, Seelen der Nacht haben wir. Auge. Wir haben Seelen der Nacht. Ja, wo hast du den gepackt? Da. 3 Stück. Ich glaub, es gibt eine Seelenkiste. Boschi, ja. Geh hin und reg, geh zur Liste hin und reg dich auf. 3 Stück. Für den Arsch. Ja, mehr habe ich nicht gefunden. Okay. Wir machen 6 davon. Wir haben mechanischen Schädel und mechanisches Auge. Dann machen wir doch die Augen einfach. Dann machen wir erstmal die Augen. Wir haben 2 mechanische Augen. Ja, dann nehmen wir ein mechanisches Auge, der gebührt dann die Ehre, das Ding rauszulassen. Und wir gehen am besten irgendwo hin, wo es kämpfen geht. Da wo es brennt, hier brennt es schön, da kann man schön kämpfen. Na los, komm. Ist schon Nacht? Ist schon Nacht. Ist gerade Nacht geworden. Wie mache ich das? Einfach bloß einsetzen. Ein Wert Item. Wie lang brennt die Teile eigentlich? Willst du es aus? Ach so. Ich setz an, aber es passiert nichts. Ja, dann ist es noch nicht Nacht. Warum habe ich das jetzt? Warum ist es dann dunkel? Hätte ich schon mal was von Dämmerung gehört? Ah, jetzt ist Nacht. Jetzt ist Nacht, versuch nochmal. Dann, wenn du weiter hochgehst, dann regnet's. Lol. Klar, teleportiert sich bei. Marco, mach nochmal. Ich hab die Teile irgendwie jetzt, aber. Los, Cloud! Yes! The Twins have awoken, oh Gott. Oh Gott, jetzt werden wir hart gefistet, ja? Ob da kommen schon die Bälle angeflogen. Ich würde euch empfehlen, in Bewegung zu bleiben, so dumm wie es klingt, aber aus. In der Nähe voneinander. Und wir müssen uns auf einen konzentrieren. Auf welchen wollt ihr euch konzentrieren? Den mit dem Rot oder mit dem Grün? Den Grünen, okay. Ich schieße einfach nur mal, ich weiß nicht, ob ich treffe. Weil die verwandeln sich nämlich und wenn sich beide gleichzeitig verwandeln, sind wir hart im Arsch.
Jeder von euch auch genug Heiltränke? Marco stirbt gleich. Das ist das Schöne, die ja, bauen Waffe, nicht. Meine Waffe ist nicht effektiv dagegen. Ja, wenn einer von uns stirbt, dann die Spawn sind. Ich hasse, dass alle gleichzeitig tot sind. Das ist irgendwie so faszinierend. Was nochmal für eine Waffe? Ich sehe mich schon gar nicht mehr, weil hier alles so voller Fackeln ist. Verdammt! Olli, bleib am Leben! Gut. Marco schon wieder gespawnt? Nee. Das ist weg. Zum Glück haben wir noch eins. Das Schlimme ist, meine Waffe ist nicht effektiv. Ich hab 10 Gold verloren. Warum schleppst du auch 10 Gold mit dir rum? Weiß ich auch nicht. Ich hatte 20 Gold übrigens. Ich brauche unbedingt ein Schwert. Mit dem Scheißding hier kann man doch nichts machen. Schwert? Ja, kannst du ja noch, mal weniger machen. Hast ja, hier das Ding ist noch viel schlimmer. Damit treffe ich die Augen nicht. Wollen wir mal versuchen? Ich hab noch eins. Kannst du ein Mithril-Schwert haben, Marco? 46 Nahkampfschaden. Was macht hier das Ding? Das Ding hier macht 63 Nahkampfschaden. Okay, das lohnt sich nicht. Wenn ihr es auch gerufen wollt, dann müsst ihr es jetzt machen. Und in 2 Minuten ist es vielleicht schon zu spät. Okay. Ich weiß nicht mehr, wo es ist. Ach, da ist es. Aufs Rote diesmal. Das kann doch nicht sein, das dass die das, was wir so verstärkt rum. Haben. Das letzte Mal haben wir sie doch locker weggefickt. Da, Marco ist am Anfang gestorben, das ist gut. Ja, das letzte Mal hatten wir auch eine Himmelsplattform dafür. Hatten wir nicht. Ich kann gerade überhaupt nicht auf den magischen Kristallsturm, auf geht's. Ja. Ja, wir hatten auch einfach nur so eine freie Fläche. Ich meine, wir haben zwar aber zuerst in den Wurm gemacht, das kann ich dir versichern. Ja, das stimmt allerdings. Weil der Wurm ja auch einfacher ist als das Vieh hier. Zumindest für mehrere Spieler. Oh Gott. Marco, lebst du wieder? Gut. Das wollte ich wissen. Früher heilen lebt man länger. Nur so ein kleiner Tipp. Oh Gott. Nein, ich konnte nicht heilen. Keine Heiltränke dabei gehabt? Nein, ich hatte sie schon vorher benutzt. Wir hatten die Tussi besser platziert gehabt, wo wir uns immer geheilt haben. Das war das Ding. Oh, das ist möglich. Sind die eigentlich? Alter, Aimbot-Schuss hier. Ich bin kaputt. Übrigens, wir haben nur Zeit, bis wieder hell wird. Ja. Gilt auch für alle Bosse vom Haben, oder fast alle. Außer Fischron. Der Bogen ist ja schön und gut, aber der macht doch schön Schaden, aber trotzdem ist irgendwie so, keine Ahnung. Man muss 7 Sekunden am Leben bleiben. Nein! Okay, Claude und Manfred leben noch. Manfred? Nein. Marco. Ich sollte mich eigentlich kurz eingehen. Haltet kurz die Stellung. Wo ist die... Wo ist die Kranken? Haltet kurz die Stellung. Marco hält irgendwie die Stellung, obwohl er auf Nahkampf geht, oder? Marco, bleib aber bei mir in der Nähe, sonst kann ich sie nicht treffen. Krankentussi, da hinten. Krankentussi? Marco, geh dich mal heilen. Einmal durchs Haus. Außer sie folgen dir, dann nicht. Oh, Marco, sie folgen dir. Warum eigentlich nicht? Die Viecher, die machen doch auch Schaden. Wow, shit. Oh Gott. Das hast du gemacht. Oh, einer hat sich verwandelt. Auf den konzentrieren, der die voll anspuckt, ja? Würde ich gerne, wenn das andere mich nicht blockieren würde. Wow, fuck it. Es geht scheiße. Hört nicht auf. Ich möchte, ich würde spawnen. Ich probiere gerade einfach nur zu überleben. Also normalerweise beschwere ich mich über die Stiegen, ja? Ja. Aber in dem Fall ist es so schlecht, weil dann direkt hochbringen zu der netten Dame. Oh, ich musste gerade ganz hochfliegen, um dem Ding auszuweichen. Oh, oh, Marco wird gleich halt gefestigt. Ich bin tot. Marco ist tot. Bin down. Oh, ich bin wieder. Ja, jetzt. Oh Gott. Oh, komm schon, wir haben den gleich. Einfach viel rumfliegen, ja? Wir haben den gleich. Muss man beide Augen ja. Was? Wie schnell hat er mich denn erledigt?
Wieso spawnst du nicht? Spawn. Jetzt bin ich gespawnt. Wechseln sie. Ich bin auch da. Wie kann das Sinn, Alter? Weil wir uns scheiße anstellen. Wer ist es nicht? Ich verrecke sofort. Wir haben nicht die entsprechende Waffe für solche Bosse. Ich hab Boomerang. Sicher? Damit lade ich zweimal und muss dann warten, bis die wiederkommen. Warum wirfst du auch Boomerangs? Weil ich nichts anderes habe. Du hast auch so einen Boxhandschuh. Sag doch was. Ja, aber der Boxhandschuh, das Ding jetzt. Ich komme dafür selten nah genug ran. Und wenn ich nah genug rankomme, dann stecke ich übelst ein. Hab ich mal einen Nahkampf gespielt? Ich glaube es gar nicht. Ups, warum wird das jetzt? Ich weiß immer noch nicht, warum du hier oben drauf Schienen platziert hast. Ja, zum Fahren? Wofür braucht man Schienen, Olli? Ich meine eher in der Reichweite mäßig. Reichweite. Dann fahr ich rechts in die Hollow mal schnell rüber. Das ist cool. Oh Gott. Gut. Okay. Ich brauchte wirklich bessere Waffen als nur so Boxhandschuh. Was ist? Oh, komm her. Wo bist du? Komm her. Ja, hängt davon ab, was du jetzt machen willst, oh. Cloud. Nimm mal das Ding da in die Hand, wo auch immer das gerade hin ist. Du willst oben. Aber für Nah- und Fernkampf. Nee. Hä? Warte, das könnte auch nur ein Lag sein. Nee, also. Bei welchen Helm hast du? Lag. Jetzt habe ich diesen Adamit-Helm und darüber die Sonnenbrille. Nein, es gibt darüber drei. Es gibt ja drei verschiedene Helme, deswegen frage ich ja, kannst du mit der Maus drauf vorne? Ich hab nur Adamit-Helm drauf. Ich hab den Nahkampf, hab ich ihm gemacht. Nahkampftrefferschance. Ich hab noch nichts bekommen. Also haben wir sozusagen zwei Tanks. Jetzt hab ich was bekommen. Rotes Laserschwert. Damit musst du die Maus gedrückt halten. Einfach die ganze Zeit gedrückt halten. Macht 40 Damage. Du hast den Laserschwert gemacht? Ich hätte Cloud auch eins gemacht, aber mir sind die Kristalle ausgegangen. Ich habe mehr Kristalle. Oh. Wie viel brauchen wir davon noch? Digga, ist ein Laserschwert. 50 Kristalle brauchen wir, 31 brauchen wir noch. 31, schade, ich habe nur 5 im Inventar. Sag mal, wer von euch ist zu unfähig, besseres Geld zu craften? nein. Man kann das Geld zusammen craften, zur nächst höheren Münze, ja? Wäre voll nett, wenn man das macht, statt dass man einfach das Zeug in irgendwo in die Kiste reinstopft. Zum Anschlag. Leck mich an. Also was wollen wir jetzt denn jetzt machen? Ich würde sagen, wir stoppen jetzt erstmal bis kurz die Aufnahme erstmal. Und wollen wir dann weitermachen kurz. Oder nicht? Ich hätte noch Bock dazu. Marco? Oh ja, ich brauche gerade nur 3, 4 Minuten, 5, 6. Ich habe Hunger. Ich denke mal gerade dasselbe. Es geht, aber ich bin irgendwo auch schon hungrig gerade. Okay. Ich weiß nur, dass ich gerade mal ein bisschen strecker muss. Wenn ich zu lange sitze, tut das nämlich mit dem Knie weh. Das hängt jetzt von euch ab. Wir können für heute aufhören. Dann müssen wir aber morgen weitermachen. Oder eben halt, wir machen jetzt eben noch ein bisschen weiter. Auf jeden Fall müssen wir jetzt weitermachen. Wir müssen noch Haufen, wir müssen eben halt noch Haufen Zeug machen, wenn wir noch Terraria durchspielen wollen, bevor ihr in Urlaub fahrt. Oder wenn es so viel aufnimmt, dass ihr wieder da seid, bevor eben halt uns die Ports ausgehen. Langzeit machen wir jetzt eine Essenspause und machen gleich wieder. Was zum Teufel ist das denn? Also war so eine komische fliegende Robbe. Also erstmal eine Essenspause. Essenspause. Klingt gut. Einverstanden, Froschi? Okay. In der Zeit, sage ich jetzt auch schon mal gleich, mache ich es nämlich gleich mal offscreen. Ich bin hier noch ein bisschen in der Corruption und fahre mal ein paar Seelen der Nacht. Ja, ich denke gerade dunkle Nacht sehen wäre nicht schlecht. Okay. Dann stoppen wir jetzt die Aufnahme und wir sehen uns dann im Haus wieder. Ja. Jo. Jo.